Ach, Quast. Ist Ach, eine was. Aufgabe. Ja, die kannte ich. Das wusste ich auch noch nicht, dass man jetzt hier zum einsamen Berg reisen kann. Ich wollte jetzt nicht den Hobbit nachspielen. Der Janu wusste ja gar nicht, was der einsame Berg ist. Tja. Redet mit Meister Elrond im letzten Heimeligenhaus in Bruchtal. Da wollten wir aber auch noch nicht hin. Sollen wir die einfach mitnehmen? Ja, nehmen wir mal mit. Dann lese ich mal vor. Der Weg zum Oh. einsamen Berg. Wie ihr ja wisst, wurde vor Jahren am Fuße des einsamen Berges eine fürchterliche Schlacht ausgefochten. Doch nun, aufgrund der Vorkommnisse im Osten, mache ich mir so meine Gedanken. Ich würde gerne wissen, was aus unserem einzigen Verbündeten und unseren Feinden geworden ist. Meister Eldrond bereitet sich auf eine wichtige Ratssitzung vor, bei der alle Rassen und viele Lande vertreten sein werden. Vielleicht weiß er mehr über diese Vorkommnisse. Würdet ihr an meiner Stelle nach Bruchtal reisen? Ich habe für die schnellstmögliche Reise nach Imladris gesorgt. Na, dann nehmen wir die doch mal gerne an. Wenn er uns schon eine Schnellreise, für eine Schnellreise sorgt, dann machen wir das doch. Und dann können wir auch frühzeitiger schon, Bruchtal zeigen. Ja, Siehst du es war das? sehr frühzeitig. Siehst du es schon? Oder siehst Ja, ich bin schon drin. du? Okay. Das ist auf Hat dem er schnell Rollenspielserver geladen. auch sehr verpönt, hier, zu reiten. Hier wird nur Gut. gegangen. Theoretisch. Also das ist richtig, bei den Hardcore-Leuten wird hier nur gegangen. Aber wir Ja. sind ja nicht auf dem Rollenspielserver. Ne? Mit den Hardcore-Leuten wische ich mir den Hintern ab. Was? Genauso mit den Bruchtal. Baumblättern und den Wieso? heiligen Bäumen. Ich wollte es jetzt Was? gerade ein bisschen überspitzt darstellen. Ja, überspitzt sind nur deine Ohren. Sind Hobbit-Ohren nicht auch komisch spitz? Nein, die sind rund. Also die sind zwar spitzer als Menschenohren, aber sie sind rund am Ende. So. Das hier ist die Lieblingsbrücke von einer guten Bekannten, die hier eigentlich immer runterfällt. Also mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber sie hat es Okay. des Öfteren geschafft, hier runterzufallen. Erstmal den Markstein. Nein, nee, Markstein ist ja Ruhestein. Das ist Ich Quatsch. Quatsch. Ich meinte. Ja. Ich meinte eigentlich den Reit. Den Stall, da Stallmeister. müssen wir weiter nach hinten noch. Ja, lass mich da erstmal hier umgucken. Ne? Die Chronik der Ereignisse würde ich gerne lesen. Geht aber gar nicht. Nee, das können nur VIP-Spieler. Das halte Nein. ich für höchst unwahrscheinlich. So, ich habe gerade mal die Karte gezeigt. Wir sind ja hier ziemlich zentral. Ja. Und herkommen sie mal hier irgendwo. Wir sind Und hierher gekommen. bei der Wasserstelle da. Hier. Und sind dann hier lang geritten. Ja, Und da ist der die Leute Markstein. werden es wissen. So, sollen wir einfach mal nach links reiten, nach Westen. Richtig. Oh, bin auf der Säule gelandet. Jetzt bist du ja schon los. Ja, ich weiß ja, wo Leute, es lang Leute, geht. Leute. Ich weiß gleich auch, wo es lang geht. Ach, immer dieses Warten. Tätig gleich dahin, wo es weh tut. Wo es weh tut. In die Geldbörse oder wie? So sehr soll es auch wieder nicht wehtun. Meinst Dafür sorgt schon der Staat. du schlägst dahin, wo es klingelt. Dingdong. Aber wir reiten hier durch, ohne was zu erzählen, ohne was zu zeigen. Ja, ist ja auch Bruchtal, kennt ja schon jeder. Was kann ich für euch tun? Nee, machen wir Das jetzt gleich. Neubruchtal oder was? Nee, bei Bruchtal hat sich nichts geändert bisher. Ich war noch nie im Bruchtal. In Bruchtal hat sich nichts geändert. Wir haben hier aber eine. Ah ne, erst ab Stufe 40 hat man dann Schnellreisen zu Gloins Lager. Nee, da nicht. Aber nach Südbre, nach Garfotnir, nach Esteldin Entschuldigung. und Lanuach kann man noch viel später erst. Und ja, so, und wir wollen aber zu Elrond. Wir wollen ja Elrond eigentlich zeigen. Elrond. Gaylord in Person. Was? Bitte? Was? Bitte? Ich hab dich nicht genau verstanden. Ja. Wir wollen das Battlefield-Niveau ja auch ein bisschen übertragen, ne? Ich wusste nicht, dass wir ein Trinkspiel machen.
Wäre hier, glaube ich, auch nicht ganz so lustig. Doch, in der Instanz. Ja, pro Tod, das ist aber zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, oder ein Scharmützel und das dann auf Hardcore und sonst wie und bla. So, dass man eigentlich die ganze Zeit nur am Kippen ist. Oder in wie heißen sie? Hier, PvP. Ja, da würde das auch gehen. Nicht in den Kitten, wie heißt das? Moment. Das gibt's doch jetzt nicht. Ettenöden, so. Ah, Etten, genau. Ja, ich bin da eigentlich nie, deswegen. Mag man es mir verzeihen. So, ich hier ist auch das noch nicht gemacht, aber ich würde es gerne mal machen. Hier ist das gesagt. Letzte heimelige Haus. Heimelige Haus? Ja. Das ist ein heimelig. So heißt das. Was heißt denn heimelig? Oder ist es nur ein Name? Man kennt den Begriff nicht, man fühlt sich heimelig. Nee, heimisch kenne ich. Ja eben, das ist... Aber heimelig hab ist ich altdeutsch. Leben nie gehört. Das ist altdeutsch. Ausbilder für Kundige. Genau, für Schurken, für Runenbewahrer. Er interessiert ja keinen. Und hier der für Baden und wir gehen jetzt mal rein. Ich steig vorher noch ab. Damit all jener auch noch Zeit hat, drinnen anzukommen. Idee. Ich weiß auch nicht, warum man drinnen immer so lange lädt. Aber ich bin schon längst fertig. Ja, ja. Ich warte hier schon wieder ewig auf dich. So, hier der spiegelnde Boden ist auf jeden Fall neu. Das ist mir letztens aufgefallen, weil ich dachte so, hey, ich hab doch... Wer hat denn hier poliert? Das sah hier noch nie so spiegelglatt aus. Ja, das sieht Hammer aus, ne? Also, boah, bombastisch. Ja, bei dir vielleicht nicht, aber bei mir... Ich sehe, bei mir ist alles matt. Bei mir spiegelt also das so bei übertrieben. Bei mir gibt es hier so Malereien am Boden, aber ich glaube nicht, dass da Spiegelungen sind. Nee. Also bei mir sind richtige Spiegelungen. Es sieht echt aus, als... Also wenn man so auf weiter entfernte Flächen guckt, könnte man denken, es wäre Wasser. Muss ich später mal bei dir gucken. Und, ja, wir wollen natürlich... Also wollen wir erstmal hier unten zeigen. Hier unten ist Bilbos Zimmer. Aber wie gesagt, demnächst neuer PC. Dann wird hier alles anders laufen. Dann geht das Spiel gar nicht mehr an. So, hier sind die ganzen Hobbits und auch Gandalf schon wieder. Ja, der ist halt ein Zauberer, ne? Ja. Und wenn man... Komm mal zu Frodo hin. Ja. Moment. Dann kriegt man nämlich +1 Grauen. Wieso das denn? Weil er ja den Ring hat. Müsste sie mal entreißen. Hat er auch in der Hand? Nee. Ist denn? Nee. Und hier sind aus. Mary, Pippin und Sam. Ach, wen interessieren die schon? Ich finde Mary und Pippin sau lustig. Auch beim Making-of, vor allem wenn man sich die zusätzlichen DVDs anguckt in der Special Extended Edition, Blu-ray Edition, die du ja nicht gezeigt hast, obwohl ich die gerne gesehen hätte in deinem Livestream. Wieso, kennst du die nicht? Finde ich sehr schade. Guck auf Amazon. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Das wäre wirklich mal was gewesen, live sie zu sehen. Mach ich dann nochmal. Ich habe sie, mittlerweile habe ich sie jetzt draußen liegen, weil ich sie halt zuletzt mal wieder geguckt habe. Aber die DVDs, diese zusätzlich, die kannte ich auch noch nicht und die sind sowas von lustig. Vergleich mal kurz die Gürtelhöhen von Mary und Pippin. Die Gürtelhöhen? Ja. Der eine hat sie um den Bauch geschnallt und der andere trägt sie halt so locker... Über den Bauchnabel. Unterm Bauchnabel. Der eine über den Bauchnabel und der andere ziemlich weit unten. Der andere Pippin, ist ein bisschen Gangster. Der Pippin hat sie eben so auf dem Bauch. Und der Mary trägt halt so recht locker, ne, so, dass sie gerade noch so hält. Ja. Und wer ist größer von den beiden? Na? Mary. Nee, na, Pippin würde ich sagen. Also aus meiner Perspektive. Ja, das ist nicht so leicht zu sehen. Man kann sich nicht... Moment mal. Hinknien oder sowas war das, ne? Nee. Hinsetzen. Legen. Hinsetzen. Nee, geht alles nicht. Sitzen. Sitzen musst du machen. Legen. Nee, sitze. Ja, ändert sich die Kamera leider nicht. Schade. Nee, kann ich von mir aus nicht sehen. Ey, ich kann mich nicht bewegen jetzt. Mach mal sitzen. Schlecht sitzen. Es bringt nichts, die Kamera ändert sich nicht. Na,
Na gut. So, dann gehen wir mal noch zu Elrond hoch. Guck mal, Millisekunde, wahrscheinlich ist das irgendwie noch im Cache gespeichert. Ja, das könnte vielleicht des Rätsels Lösung sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass er die ganze Welt draußen speichert, also. Nee. Also hier gibt's mehrere Ebenen, und überall was zu entdecken und pipapo. Die haben sie auch jeden Mist instanziert. Der hätte nur mal ein Haus insgesamt instanzieren können, oder? Also das finde ich schon ein bisschen lahm. Weil die ganzen Höhlen und so weiter sind ja auch immer extrem groß, Ja gut, aber weiträumig. das kann man ja im Nachhinein nicht mehr ganz so wirklich korrigieren. So, und hier wäre Elrond. Darf ich vorstellen? Was? Moment, wo? Warum war das denn gelaufen? Was ist das denn für einer? Der hat mir ein Zeichen im Kopf. Ach, Handwerk, glaube ich. Das ist Elrond, der Halbelb. Wo denn? Hier bei mir. Wo bist du denn? Komm halt die Treppe runter. Eine Treppe. Hier gibt's sogar zwei Stück extra, damit auch du eine verwenden kannst. So, hier ist Elrond. Wo bleibst du denn? Das ist mal wieder so typisch, ne? Der Dodo, ey. Vogel, würde Janu jetzt sagen. Ach Mist, schlecht treten geht gar nicht. Warte, ich habe was für dich. Bleib mal stehen. Was gebe ich hier denn? Hast jetzt mit was anderem gerechnet, ne? Nee, eigentlich nicht. Hehehehe. Hast du Kakerlaken an Füßen? Hehehehe. Tja, pass mal auf. So. Aber am lustigsten finde ich immer noch den hier. Sicher, dass du mich geschlagen hast? Ja. Bei mir kommt keine Animation. Da steht, ihr gebt all jener eine Ohrfeige. Das hier ist aber die lustigste, auch mit Geräusch, Animation überhaupt. Jetzt quatsch nicht lange, mach mal. Werdet ihr uns Hallo, wir sind hier in einem Let's Play. Das kann auch mal ewig dauern. nicht lang schnacken, koppelnang. Ja. Der Weg zum einsamen Berg. Willkommen. Alina und Doraka. Und meine allerherzlichsten Grüße. Ich habe gehört, dass Gandalf der Graue euch zu mir geschickt hat. Das war eine gute Idee, denn ich weiß in der Tat, was aus unseren alten Freunden und Feinden geworden ist. Oder besser, die zur Ratssitzung erschienen sind, wissen darüber mehr. Warte mal kurz. Du meinst jetzt immer, du redest ganz normal und bei jedem Namen, den sag ich dann. An eurer Stelle würde ich mit Glorfindel? reden, der sich am Fluss vor meinem Haus aufhält. Ich finde mal, das hört sich an wie ein Frauenname. Glorfindel! So wie von Glorfindel. hier so Asterix und Obelix so. Hallo, liebe Liebenden. Herzlich willkommen bei Sex TV. Kennst du das noch? Wahrscheinlich von Switch, hört sich das so an. Nee, noch älter. Die Wochenshow. Ach, die Wochenshow wäre perfekt. Bastian Pastewka. Naja, es kann sein. Als, wie hieß der? Das weiß ich nicht mehr. Briscoe Schneider. Ach, richtig. Oh Gott, mit der Sitzgruppe da, ne? Genau. Da, Hallo, liebe Liebenden. Wochenshow war immer noch das Geilste eigentlich. An solchen Sendungen. So, weiter. An eurer Stelle würde ich mit. Da waren wir schon. Ja, ich wollte reden. nochmal neu richtig ansetzen. Glorfindel. Reden, der sich am Fluss vor meinem Haus aufhält. Er hat Freunde unter den großen Adlern und hat schreckliche Neuigkeiten zu berichten. Ist natürlich echt scheiße, dass ich jetzt lachen muss. Ihr solltet außerdem mit dem Elbenprinzeln. Prinzeln. Ja, sehr schön. Legolas und Boromir. Dem Generalhauptmann von Gondor reden. Moment. Komma. Reden. Die sich in den Gästequartieren aufhalten. Auch sie haben viele Neuigkeiten aus der Außenwelt zu berichten. Jo. Ich glaube, wir haben das Trinkspiel schon hinter uns. Wir sollten das öfter so vorlesen. Finde ich schön. Finde ich gut. Oh, warte mal. Überragende Studierstube. Da will ich ja mal reinschauen. Was ist das denn? Darfst du noch Lehrling. gar Achso, nicht. da kann man Rezepte machen. Okay. Entdecker. Meine Rezepte und sowas. Was ist das denn jetzt? Du siehst mich nicht. Jetzt wird sich alles ganz hell geworden bei mir. Hä? Ach so, ja, wegen dem Raum. Das ist, wenn du Oh, in... sag mal ruhig. Hörst du auch gerade jemanden singen?
hört man immer wieder einen singen. Kommt darauf an, welches Lied gerade im Hintergrund spielt. Ja, cool, das habe ich noch nie gehört. Irgendeine Dame. Ich hab die ja alle irgendwann mal exportiert, die ganzen Lieder. Deswegen weiß ich, was da alles so für Tracks gibt. Fürs Hörspiel musste ich da ja Musik raussuchen. So in deiner ersten Minecraft-Folge eigentlich nur die ganze Zeit hier Grim Fandango läuft. Ach so, ja. Das war aber anderer Zufall. Also da hatte ich wirklich im Hintergrund Winamp an und eine Playlist, die eigentlich Zufall laufen sollte. Aber hätte laufen sollen, wäre jetzt die richtige Aussprache ja gewesen. Und dabei waren das, glaube ich, nur 12 Tracks oder so. Und es gab haufenweise andere Musik, die er noch hätte spielen können, aber... Oh, mir juckt gerade hier... Wie nennt man das? Unterm Knie, diese... Kniekehle? Nee. Nee, ich weiß nicht genau. Hat diese Beuge da unterm Knie, also auf der anderen Seite quasi, ne? Was? Auf welcher anderen Seite jetzt? Du hast das Knie ist oben drauf. Und genau auf der 180 Grad gedreht auf deinem Bein. Ja, das ist die Kniekehle unten. Nennt man das wirklich Kniekehle? Das ist die Kniekehle. Nicht Kniebeuge oder sowas? Kniebeuge? Wie nennt man das in meinem Arm? Nein, Kniebeuge ist, wenn du eine Kniebeuge machst. Wie nennt man das in meinem Arm? Das ist die Armbeuge. Nein. Aber die Kniebeuge ist es nicht. Nee, Kniebeugen sind ja was anderes. Wir reden hier wieder einen Blödsinn. Am Ende kriegen wir wieder Beschwerden. Das hat ja gar nichts mit Herr der Ringe zu tun. Was so. Ist mir so egal. aber. Was? Ich kann aus dem. Nee, Kästchen plaudern. Ne? Ja, ungefähr. Ich hab. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Herr der Ringe überhaupt trinkt. Weil ich habe mir richtig schön letzte Woche auf dem Mittelaltermarkt eine Flasche Rum besorgt. Quatsch, Rum. Met besorgt. Und dann richtig schön. Ja, Met kann, oh. Hättest du eben im Tänzelnden Pony kaufen können. Warmer Met, super lecker, kann ich jedem empfehlen. Kriegt man relativ selten. Also doch, auf so Mittelaltermärkten kriegst du das weiter, immer. Gibt's das natürlich immer. Warmer Met, also oder heißer, der ist ja eigentlich heiß, ne? Theoretisch. Ja, heiß. Ich wärme halt nicht da getrunken, war ein bisschen scheiße. Ach so, okay. Ich wollte nicht so lange da bleiben. Ich habe mir eine Flasche mitgenommen, richtig auch so schön aus dem alten Krug. Das empfehle ich auch, wenn ihr Schnupfen habt, trinkt den. Der haut zwar übelst rein, wenn ihr normalerweise das Trinken nicht so gewöhnt seid, weil durch die Erhitzung wirkt der doppelt so schnell, der Alkohol. Aber ja, dafür hast kocht, du danach sowas von die Nase frei. Das haut dir... Alles, was quasi sonst voll ist mit Schleim und sonst wie, haut das frei. Das ist so genial. Lecker. Ich weiß aber, so viel Prozent hat er, glaube ich, gar nicht. Der liegt, glaube ich, gerade mal bei 15 bis 20, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, er steigt halt schneller in den Kopf. Er wird zwar ganz normal abgebaut, aber... Das weiß ich gar nicht, ob das bei Warmen wirklich so ist. Aber das Wichtige ist, nicht in der Mikrowelle, sondern auf jeden Fall im Topf heiß machen. Ja. Und er darf nicht kochen. Er darf nicht über 60 Grad gehen, weil sonst geht natürlich der gesamte Alkohol flöten. Ja. So, wollen wir mal nochmal weiter vorlesen? Ja. Dodaka und Alina. Ihr seid denn... Eigentlich hätte Alina und Dodaka sagen müssen, weil es hört sich besser an. Dodaka und Alina, weil Dodaka hört sich so abschließend an, ne? Alina, ne? So ganz... Oh. Dodaka und Alina. Und Dodaka. Ihr seid ein Aushängeschild eurer Rasse. Ist das so? Ja, ich nehme an, Meister Elrond? Eigentlich gehört Meister Elrond ja zusammen, ne? Hat euch über meine Sorgen unterrichtet oder wenigstens einige Andeutungen gemacht. Ich habe Nachrichten von Gwaihir, dem Herrn der Winde. Ein König unter den großen Adlern des Nebelgebirges. Steinriesen haben mein Ei aus den Horsten der großen Adler gestohlen und wollen es sicher verspeisen. Gwaihir ist ziemlich verzweifelt, aber ich kann die Sache leider nicht in meine eigenen Hände nehmen. Er hat um Hilfe gebeten und ihr könntet vielleicht diese Hilfe bringen. Reist zu Iobas Gipfel und rettet das Ei der Adler. Adler haben nur ein Ei? Entschuldigung. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. So, und wie sollen wir jetzt da hinkommen? Wo soll man hin? Ach so, das ist einfach nur die Einführung. Okay, jetzt weiß ich, was das ist. Man kann hier, wo ist das denn? Wer die Reise zum einsamen Berg bei Minecraft mal verfolgen will, muss sich nur Janus Let's Play angucken, wo er eine kleine Weißt du die Folgennummer?
Nee, die weiß ich gerade nicht, aber die schreibe ich mal unten als Kommentar rein. Und Die zwar hier bei heißt, den Scharmützeln gibt's das auch. Einsame Reise, oder heißt das? Scharmützel? Ja, Was gibt's da? die Scharmützel, dafür sind diese Quests, das sind eigentlich so geschichtlich einleitende Quests zu diesen neuen Ach Scharmützel. so, und beim Scharmützel muss man das Ei der Adler retten. Genau, es gibt Iobas Gipfel, es gibt die Schlacht um Erebor, Flucht zum einsamen Berg, Sitz des großen Bilvisses, Smaugs Feuer, Spinnennetze des Krabbeltals und die Glocken von Tal. Okay. Genau. Und ich habe bisher Iobas Gipfel gespielt und das war, also, das ist schon sehr happig, muss ich sagen. Da muss man schon einige Level runterschrauben, damit man das überhaupt schaffen kann. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir es am Ende überhaupt geschafft? Ich glaube schon, aber auch nur mit Biegen und Brechen. Weiß es nicht. Ne, wir beide haben es ja gar nicht gespielt. Ich habe das in der Sippe gespielt. Ja, so war das jetzt auch nicht gemeint. Ich wollte einfach nur was sagen. Ich wollte halt auch mal was Schlaues sagen. Ja, besonders weil ich weiß es nicht, sehr schlau klingt. Ich hätte sagen müssen, ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Ach, ich Nachdenklich. weiß es nicht. Das hätte dann schon wieder ganz anders geklungen. So, mach mal die Tür auf. So. Hauf, hauf, hauf. Hauf, 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 hauf. Zu Hauf. Nein, es war kein Gesangsbeispiel. Ich dachte, du wolltest hier jetzt auch mal was zum Besten geben. Was ist ja keine. Ach, ich war irgendwie ganz woanders. Hä? Ich müsste gerade mal kurz eine Minute AFK. Okay. Entschuldigung, da bin ich wieder. Jetzt ist der Dodo weg. Nö. Also. Ich habe hier nur gerade Gimli im Bild, der durchaus gut gemacht ist, wie ich finde. Ja, hat nur keine Augen bei mir. Jetzt hatte ich gerade so einen dicken Elbenhintern im Bild. Der Lego Lars möchte was mit uns besprechen. Was benötigt ihr? Ich soll das Interface wieder einschalten. So, jetzt liest du die Namen vor, ne? Aljena und Dodoka. Ihr seid ein seltenes Exemplar eurer Klasse. Vielleicht könnt ihr meinen Vater zu Diensten sein. Ich wurde mit schrecklichen Nachrichten hergesandt und werde darüber nur in Meister Elronds? Ratssitzung reden, aber es gibt da eine andere Geschichte, die unbedingt besprochen werden muss. Mein Vater ist sehr besorgt über die Unruhe, die neuerdings unter den großen Spinnen herrscht. Unsere Kundschafter haben die Ursache bis ins Kr ja. Krabbeltal? Des. Ja, weiter noch. Ja, Krabbeltal des südlichen Düsterwalds. Verfolgt, genau. Aber seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Würdet ihr mit euren Verbündeten ins Krabbeltal? Reisen und herausfinden, was mit unseren Kundschaftern geschehen ist. Eine zügige Reise ist bereits für euch geplant und vorgesehen. Krabbeltal hört sich irgendwie ziemlich öle an. Was? Krabbeltal hört sich sehr spinnig an. Ach was. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss Ne, für wir diese Folge. den sprechen wir noch. Dann haben wir die Quest abgeschlossen, Na gut, quasi na so gut, halb. na gut. Dann müssen Ich wir mag. die ganzen Instanzen abschließen, aber Ist gut sonst. gemacht. Den erkennt man noch gut, finde ich. Boromir. Ja, zeig ich gleich nochmal. Der Augen. Ach, deswegen ist er gut gemacht. Hallo ihr dort, ich grüße euch. Als ich von Gondor aus dem Süden hierher kam, wurde ich von Bilvis im Nebelgebirge verfolgt. Aus dem, was sie sagten und aus den anderen Gerüchten von den weit verstreut lebenden Menschen, schließe ich, dass ein neuer großer Bilvis in ihren Reihen entstanden ist. Ich dachte, das sei vielleicht vom Interesse für den Meister von Bruchtal. Denn Imladris liegt im Schatten dieses Gebirges. Ach, den Namen hättest du wieder vorlesen können. Egal. Wenn ich könnte, dann würde ich dieses ehrenvolle Abenteuer selbst wagen und diese Bilvis-Höhlen zum Einsturz bringen. Aber meine Angelegenheiten sind von allergrößter Wichtigkeit. Vielleicht wagt ihr dieses Abenteuer? Vielleicht wagt ihr dieses Abenteuer? Erlogen. Bisschen zu rasiert aus meiner Sicht. Aber gut. Ja. Dann? Warte mal, Boromir und Aragorn in einem Raum? Ja.
Welcher Zeit spielt denn das jetzt gerade? Da, in den Büchern. Da die Zeit stillsteht. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, die, also im gesamten Spiel steht die Zeit eigentlich still. Gewissermaßen, wenn man so will. Das heißt, das ist eben aus dem Grund, dass man nicht sagen kann, ist das jetzt vor der Ratssitzung oder danach? Für uns ist es natürlich vor der Ratssitzung. Weil die ist für uns noch nicht geschehen. Achso, ja, ja, macht Sinn. Klar. Genau, und Arakorn hat hier, glaube ich, nur... Seid gegrüßt. Ja, mit dem kann ich auch gar nicht reden. Eine folgenschwere Entscheidung, Level 32. Nee, ja, die machen wir noch nicht. Ja gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns von hier aus in diesem schönen Licht. Genau. Ein ähnliches Licht gibt es auch im ersten Raum in der als Elb, wenn man das Tutorial spielt. Ja, habe ich gesehen. Könnte ich, also wenn ich hier so guckt, könnte das genau dieser Raum sein. Das ist nämlich mein erster Startbild, glaube ich. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken und kommentieren, wenn ihr Kommentare habt. Zum Beispiel, macht doch nicht immer so einen Scheiß da. Oder ihr sagt, der Scheiß ist genau richtig, macht weiter so. Oder sonst was. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns doch, um auch keine Folge zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder in einem anderen Video. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.